Heute sind wir im Wasserraum des Museums Natur und Mensch und zwar am Modul Bachlauf. Was kann man hier entdecken, was für euch draußen auch spannend ist? Nun, an Bächen oder an den Rändern kleinerer Flüsse wie der Traisam gibt es immer ganz viele Stellen, wo man Interessantes erforschen kann. Am Rand ist die Strömung nicht so stark und das Wasser nicht so tief und dort kann man prima mit den Füßen reingehen und sich ein bisschen umschauen. Aber Vorsicht, ihr müsst immer eure Eltern fragen, ob ihr das dürft und ihr müsst vorsichtig sein, weil die Steine glitschig sind und rutschig. Also, wenn ihr das okay habt, dürft ihr reingehen und dann sucht ihr euch erstmal einen richtig festen Stand und guckt euch ein bisschen ein. Wenn die Sonne scheint und das Wasser sich bewegt, glitzert das sehr und es reflektiert. Man muss also erstmal sich ein bisschen daran gewöhnen. Wenn ihr das habt, könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen und dann solche flachen Steine, die herumliegen, einfach einmal aufheben. Das sind nämlich super Verstecke für Bachflohkrebse, Plattwürmer oder auch Insektenlarven wie diese Köcherfliegenlarve. Köcherfliegen sind super Tiere, denn die erwachsenen Tiere leben an Land, in der Luft, während die Larven im Wasser leben. Und sie heißen Köcherfliegen, weil sich die Larven einen Köcher, das heißt einen Schutz um sich drumherum, aus Pflanzenmaterial oder auch kleinen Steinen bauen und sich darin super verstecken können. Aus diesem Versteck können sie dann selber auch auf Beutefang gehen. Man muss sich ein bisschen eingucken, unter diesen Steinen auch wirklich Tiere zu finden, aber ihr könnt mit einer solchen Becherlupe euch das etwas einfacher machen und euch die Tiere ganz genau anschauen. Vielleicht schafft ihr es sogar, einen Köcher von einer solchen Larve einmal zu zeichnen. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Danach aber nicht vergessen, die Tiere wieder vorsichtig ins Wasser zu bringen. Also viel Spaß beim Suchen und Finden.